I know who you are. You're Lee Everett. You're a professor at Athens who killed a state senator who was sleeping with your wife. Das ist schwierig. Aber schöne Geschichte. Meine Ex-Freundin ist fremdgegangen und ich habe ihn getötet, wie ich das mitgekriegt habe. Und das ist ja auch nicht so richtig. Ist ja aber auch egal. Ich brauche den Schlüssel auf jeden Fall. How's he doing? I'm not sure I got your name. It's Lee. Lily. My dad's Larry. I was just doing what I had to earlier. Everyone was. Now his heart's acting up again and I'm powerless to do anything. And that violence before with my dad, that didn't help. You're from here? I work at Warner Robins, the Air Force base. Yeah, I know it. Pilot? Nah, just mechanical admin stuff. I deal with a bunch of shitheads and bureaucrats all day. Sometimes a plane, if I'm lucky. You? I work up at UGA. What do you think about all this? What is there to think? The dead are up, walking around, eating people, and turning them into more of them. I mean, Jesus. We need to stick together and get through this. I'm gonna get back to him. Sounds good. Hey there. This is Glenn, and I'm kinda in a jam here. Little girl, if you're there, can you put your daddy on the phone? Or on the talkie, or whatever? This is Lee. What's up? So, I'm down at that motor inn, and, well, I'm stuck. Stuck? Yeah, I saw a chance to get some supplies for the group, and a bunch of the Roman ones got the jump on me. I'm hiding over here, but they won't leave. What's up? Glenn's trapped down at the motor inn. Hey, Glenn. We're gonna talk it over and send a group to come get you, all right? Awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies. You got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the motor inn, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's what you want to do. Somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. I could use a jog. Okay. Wir haben also Action draußen. Der Action wollen wir natürlich gerne folgen. Hey. Hatten wir schon. Sounds good. So, wir haben Action hinten. Ich beunruhige gerade etwas, dass Action draußen ist, aber ich drinnen nicht die Lösung des Problems gefunden habe, um ihm zu helfen. Das finde ich sehr doof, ganz ehrlich gesagt. How's your finger, Clem? Good. It doesn't hurt so much anymore. Good. I know I'm not your dad, but if you need anything, I'm your guy, okay? Okay. Same. You're my guy? Oh, no. You know. We're gonna try to take care of each other. Yes. Deal. Let me know if you need anything. Okay. Okay. Wir haben auf jeden Fall mal Pluspunkte dabei bekommen. Aufgrund von Annäherung. Aber dennoch löst das nicht unser Problem. Ich gucke nochmal nach hinten, ob da irgendwie was ist. Und wie ich sehe, ich gehe wieder mit Clementine da rein. Okay, wir haben einen Mülleimer. Wir haben das Bett. Okay, meine Eltern wollten hier rein, weil sie überleben wollten, aber es gibt Blut. So, hoffentlich überlebt einer der beiden, bla bla etc. So, wir haben keinen weiteren Anlaufpunkt. Hier oben. TV haben wir vorhin schon angeklickt. Können wir mit der Fernbedienung anklicken. That's what I figured. Das ist, was er dachte. Die Fernbedienung geht nicht. Okay.
It's Dad's TV. Ja, TV von dem Vater. Kein weiterer Anhalts... Nee, warte, was ist das hier? Hatten wir schon, oder? Luckily, there's nothing I need in here. Okay, zum Glück braucht er nichts davon. Wir können durch die Tür gehen. The door to the pharmacy. We should be able to find pills for Larry in there. Ja, unbedingt. Ja, dann gehen wir da mal rein. It's locked. We need to track down the keys if we're gonna help Larry. Okay. Die Tür ist verschlossen und wir suchen die Schlüssel für Larry, weil er braucht die Herzpillen ja auf jeden Fall. Also damit er überlebt, auf jeden Fall. Interessant. Gut. Wir können mit Lily reden, der Tochter. Wir können hier, was ist das? The pills are in there. There's no getting in there from out here. Ah, okay. That grate does its job. Wir können die Pillen von hier sehen, aber wir kommen halt nicht ran. Da, die Foodbox haben wir schon mal gesehen. Wir haben schon mal nach draußen geguckt. Wir haben mit der Familie gesprochen. Ja, das ist doofes Hell, würde ich sagen. Gab's irgendeinen anderen Weg nach draußen? Nee, Fuser Prosthetics und so. Wow, ich bin sowas von überfragt. How we doing? Good. Wanna go have a look around outside? Nee. Not now. All right. Aber was mache ich denn jetzt? You're a pretty good shot. Well, you don't fuck with a reporter, especially one that's 3 days out from her last cup of coffee. Dass er eine gute Schützin ist, das weiß ich. You seem to handle yourself pretty well. Really? I'm a disaster. I can't tell. My news editor was eaten about 5 feet away from me, and I would have joined her if it wasn't for that dorky guy on watch over there. I'm sorry. She was an asshole, but, you know. Yeah. What are you messing around with there? A radio. I can't get it to work, though. Here, let me have a look. Okay. Oh Gott, oh Gott. Ich habe hier das Radio in der Hand. Das hätte ich doch vorhin schon gemacht. Die Batterien, ja, da fehlen halt Batterien, ne? There are no batteries in this thing. Ja. What now? You know that there are no batteries. Das hat ja Bug im Spiel, glaube ich. I mean, yeah. Ja. No. I can try to find some. Needs two. Thanks. I wouldn't even really know what to look for. Nee, da sind halt Batterien fehlen im Spiel. Also sind halt hier. Aber die habe ich vorhin aber auch schon reingesetzt. So, ich habe die Batterien. Ich habe sie doch vorhin schon reingesetzt, verdammte Schiete. This battery should fit the radio. Great, thanks. So, und nun? I'm still looking for batteries for that day. Thanks, I appreciate it. Du suchst nicht nach Batterien, weil die hat sie schon. Hey, Carly. You ready to head out? You got it. You? In a minute. Okay, let me know. Okay, es geht, scheint hier weiter zu gehen. Hey there. Just guys, hey, I'm looking for batteries for your way. Better get back to okay. Ah, warte mal, es scheint hier weiter zu gehen. Okay. Thanks, by the way. Don't mention it. Just remember what I said. Yeah, I will. So, was gibt's hier für... Ich habe jetzt auf die Antwortmöglichkeit nicht gehört.
Entschuldigung. Es gibt hier ein Radio, es gibt hier, einen Riegel geben. Was ist das untere? I found this remote in the office, but I'm pretty sure the batteries won't fit. It needs the big stumpy ones. Yeah, these are no good. Ah, okay. Also sprich, die Batterien waren die falschen von der Fernbedienung, die ich gefunden habe. Okay, den Riegel habe ich ihr schon gegeben, glaube ich, oder? Wir geben mir mal einen Riegel. Here, I've been finding some stuff to eat. Oh, thanks. You're welcome. Are you sure your girl doesn't need it? She's good. Ja, brauchst du nicht, weil habe ich ihr schon gegeben. You're a good caretaker. Thanks. Ja, ich bin super Analytiker. Okay. Also sprechen wir mit ihr. You're ready, head out. That guy saved you. I like you for better. Ja, das haben wir ja schon. That guy saved you. That guy saved you? Yeah. Can you believe it? Those creeps or ghouls or whatever the hell they are. They were pulling our van apart and that guy, Doug, just came to the rescue. You can never tell who the heroic ones are gonna be, I suppose. He's kinda cute. In that parent's basement sort of way. Huh? Huh? Oh, nothing. You ready to head out? You got it. You? Yay. Yeah. Let's go. Na unbedingt. Bam, 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 bam. Did you see that? Sure did. Be ready to shoot. Guys! Oh, man. I'm glad you're here. Jesus, Glenn! Right then wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way! We gotta go, now! Listen, I was out here looking for gas, and then, up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't, and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me, and I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can. You guys are suicidal over a girl. I'm saving her, with or without you. Think about if it was you. Oh. Let's go save Glenn's damsel in distress. Entscheidungsmöglichkeit. Wir haben unsere tolle Rettungsmöglichkeit, die wir gerne retten möchten. Oder wir laufen weiter und retten sie nicht. Oder so. Was soll das? Ich würde jetzt sagen, wir retten sie. Oder so. Okay, this is the plan. We don't know how hard it's gonna be to get her out of that room. Yeah, it's boarded up. So we have to kill every one of them in here. Quietly. Noise attracts these things. Now let's have a look around. Oh man. She's eating something. So we got that. Ah, okay. Es wird rot, wenn das so doll ist, oder? Also sprich, hier ist nix. Rot wird doll? Ah, ja, okay. The girl's behind that door. Those two seem to be on the scent. Okay. Also wenn das brenzlig werden sollte, dann wird das rot, glaube ich. Wie ich es mitgekriegt habe. Ich spreche. The RV, or down to the truck if we're quick and quiet about it. If we're gonna kill all these guys, we're going to have to sneak around. Ja. Okay. Soll möglichst ruhig bleiben. We can hide by that pickup.
Wir rennen mal zu dem Pickup. Mal gucken, was da passiert. Ist das besser? Schraubenzieher. I think I found a pretty damn good way to stop these guys quietly. Now we just have to get it quiet. Okay, wir haben einen Schraubenzieher. Aber wir müssen die Scheibe dazu einschlagen. Das lassen wir mal lieber. Weil unser kleiner Freund hier, der links auf uns aufpasst, den da, den würden damit Aufmerksamkeit erregen. Was ist mit ihm hier? Ja. Das ist schwierig. How are you going to kill that one by the car without attracting the others? Was haben wir noch? Ich hab den Schraubenzieher auf jeden Fall. Aber wenn ich das einboxe, auf jeden Fall. Ich kann ihn nicht wieder boxen. Das wäre scheiße. Ich meine, er hier vorne ist tot. So ist klar. He's not going anywhere. Okay, also er geht nirgendwo hin, aber ist halt ein Zombie, er geht trotzdem irgendwo hin. Trying to shoot that guy from here is probably a bad idea, huh? So, sie sagt halt, dass es eine schlechte Idee wäre, Leute umzuschießen. Was habe ich hier noch? Ich gehe mal weiter, da habe ich mein Dings auf jeden Fall. Was sagt er? Enough noise to totally screw us. Their groaning attracts the others. The moment he head towards that car, he's going to unleash enough noise to totally screw us. Okay, ich öffne das. Nee, das Auto ist natürlich zu. War auch irgendwie doll klar. Das ist eine sehr, sehr schwere Entscheidung, ganz ehrlich gesagt. Auf den scheiß Raubtier. Ich glaube, ja. Wir nehmen den scheiß Raubtier. Hey man, that drew some attention. Be careful. Warte mal, hat sie was getan vielleicht? Okay, er frisst immer noch an seinen Typ, er ist immer noch tot. Was haben wir hier oben? Ja, nach oben dürfen wir nicht. Wir nehmen den scheiß Schraubenzieher. I'm done trying to punch out windows. Ich darf irgendwie nicht. Okay, das ist klar. Was habe ich hier? I'm done trying to punch out windows. I'm done trying to punch out windows. Found a pretty damn good way to stop these guys quietly. Now we just have to get it quiet. Good luck smothering them to death. That's not really what I have in mind.